Moin Daniel und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns hier in Gruß mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute zurück bei Minecraft über 3. Ja Freunde, wie versprochen in der letzten Folge und auch im letzten Livestream von Minecraft, ja, habe ich euch versprochen, dass ich euch jetzt in meinem Video raushaue, wie bis jetzt so die Stadt ausgeprägt ist. Also was steht alles, was haben wir schon alles gebaut und so weiter und so fort. So, gut, ich würde sagen, wir starten einfach mal hier. Ich bin noch bei mir zu Hause und ja, starten jetzt einfach mal hier vor meiner Haustür. Ja, zu einem haben wir ja hier erst einmal, ja, mein traues Reich, dieses wunderschöne Gebäude hier. Ja, und hier geht dann unsere S-Bahn-Trasse, die eben halt, ja, die Burg von Dominik mit über den Gerichtshof oder ja, Straße der Gerechtigkeit bis zum Bahnhof führt, der man da irgendwo hinten sehen kann. Also hinten sieht man ihn schon so ein bisschen. Genau, aber ich würde sagen, wir laufen erstmal hier lang. Und ja, kommen jetzt erstmal hier an unsere Baumfarm vorbei, wo wir hier auch so ein kleines Häuschen haben, wo normalerweise eigentlich ja, Bäume drin wären, aber aktuell ist halt nichts drin, weil entweder keiner noch nichts gefarmt hat und noch nicht aufgefüllt hat oder sonstiges da. Genau, so. Genau, wir haben hier einmal Eichen, wir haben Birke, wir haben Schwarzeiche, müsste das glaube ich sein. Oder das da hinten Schwarzeiche und hier ist noch irgendwas anderes, was wir hier noch so an Bäumen haben, die wir hier im Tag ganz easy farmen können. Genau, dann gehen wir weiter. Kommen wir hier nicht raus, okay. Dann müssen wir woanders lang gehen. Und ich werde noch mal ganz kurz, wir werden noch mal ganz kurz nach Hause jumpen zu mir. Ich bräuchte dann mal kurz ein Bett. Ich glaube, im Helden lässt sich das alles ein bisschen besser zeigen. Wo ist mein Bett? Da ist mein Bett. Genau. So. Wo schlafen? So. Und guten Morgen. So. Okay. So. Genau. Und dann gehen wir weiter. Ja, hier sind ein paar Sachen, die wir abgesperrt haben. Hier überall Laternen, weil das alles schön ausgeleuchtet ist. Bei mir. Und nämlich ganz ehrlich, was hier so viel Lärm macht. Und das ist dieser blöde Zombie hier. So. Gut, der ist. Dort. So, hoffen wir, die Hühner sind auch noch hier. Die muss ich auch alle mal töten. Und das hier kann auch mal frei gemacht werden hier gerade. So, dass hier auch ein vernünftiger Durchgang ist. So, gut, wir laufen erstmal weiter. Dann haben wir hier irgendwas gebautes vom McFlurry, war das. Finde ich ganz geil. Bewohnt er gar nicht mehr. Das hat er gebaut, aber wollte dann irgendwas anderes noch bauen. Und ja. Ein cooler Durchgang hier, muss man sagen. Also, sieht schick aus. Also, ich lasse das auch so stehen. Ich finde das gar nicht, sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann kommen wir eben halt hier zu einer mit den schönsten Bauprojekten oder Bauwerken. Hier auch von so einem Projekt. Und zwar ist das hier die Burg vom Dominik. Also, ich muss sagen, die ist wirklich schick. Können da mal ganz kurz drin noch mal ein bisschen durchgehen und da uns mal das angucken hier. So, so sieht das hier drin aus. Schlafplatz. Hier geht es jeweils hoch zu den Türmen. Hier sind dann Hunde, Küche. Lagerräume, hier Rüstungsstände und so weiter und so fort. Hier noch ein paar Sachen hier. Und so weiter und so fort. Keine Ahnung, was das für eine Bedeutung haben soll. Dann gibt es ja auch noch eine zweite Etage, wo noch so ein bisschen was wächst, was auch nicht schlecht aussieht. Und man kann auch noch weiter hochgehen. Und dann hat man von hier oben auch noch eine kleine wunderschöne Aussicht, so ein bisschen ja, über die Stadt. Genau, hier ist von McFlurry, glaube ich, das neue Haus, was er baut. Und ja, aber ist schon eine Weile nicht auf dem Server gewesen und ja, weiß ich nicht, ob das irgendwann mal fertig bleibt, wird oder es so bleibt. So, dann hier auf der Seite haben wir die S-Bahn-Station, Burg, ja, bei Dominik heißt die Station, wo eben halt, also die Strecke verbindet dann eben halt, ne, hier vorne die Polizeiwache, Gerichtshof und das Gefängnis und dann eben halt da hinten dann irgendwo da ein Bahnhof. Den Bahnhof, den man hier gerade nicht sehen kann. Bis weil hier auch meine Schranken zu niedrig eingestellt sind. Whatever. Ist jetzt aber auch egal. So, gut. Dann verlassen wir mal hier. Ja. Ja, genau. Von Dominik die Burg. Genau. Wie gesagt, hier das baut McFlurry. Und dann können wir mal weiter nach vorne gehen. Mehr ist dann erst einmal hier hinten nicht zu sehen. Hier sind noch mal ein paar Eingänge von meinen Häusern. So. Und dann laufen wir mal weiter. So, hier laufen wir, also ist ja, auch mit einer der schönsten Sachen hier, das Villager-Dorf, das erste. Kommen wir weiter, aber das ist ja das erste Villager-Dorf. Und ja,
Hier haben wir, ja, unsere Metzgerei kann man sagen. Funktioniert so, die unterirdisch, also die Tiere sind alle hier oben. Ne, hier haben wir Schweine und ein paar Hühner drin. Hier waren Hühner drin, die haben aber alle geschlachtet, weil wir Eier ohne Ende hatten, Schafe und Kühe, die füttern wir. Ja, die wird dann mal eben halt und dann, wenn zu viele Tiere sind, bringen sie es gegenseitig um, das sind Trichter und unten drunter fährt die ganze Zeit die Lore entlang und holt das Zeug ab und lagert das hier unten in der hier oben in dieser Metzgerei drin, ne? Wo einmal eben halt das volle Fleisch und Leder gesammelt wird. Hier ist fast alles drin, wir haben ein paar Samen und so weiter und so fort hier. Genau, frisiert alles, ihr seht uns halt. Ne, das ist die Lore, da sammelt alles ein, gibt einen Trichter, zack, alles ist fest. Wir haben hier unten noch einen kleinen Lagerraum. Ich glaube, hier müssten noch Eier drin sein, genau. Wir sind auch immer haufenweise Eier drin. Von den Hühnern. So, und wir hatten so viele Eier gehabt, dass wir selbst, ja, noch ein Lagerhäuschen gebaut haben. Was hier hinten ist, ist auch ein Eisenboden. Aber Platz hier. So, genau, das Eierlager. Genau, ich glaube, das ist alles komplett bei den ganzen Kisten hier mit Eiern und noch mehr Eiern. Hier sind noch Eier drin, da sind auch noch ein paar Eier drin, hier sind auch noch Eier drin, da unten ist auch nicht mehr drin. Genau. Also, wir haben noch ein Eierhäuschen. Und hier hinten, falls ihr euch fragt, für was diese Tür hier ist, das ist der Wartungsraum, wo man eben halt hier auch gut die Wände wegschauen, die Leitung für den Schlüssel sehen kann, die Lohne hochfahren und so weiter. Und so fort. Und das machen wir alles auch noch drin. So. Okay, so, dann geht es erstmal weiter hier dran vorbei. Da hier haben wir auch noch eine Hühner-Eier-Farm oder irgendwie so, die auch voll geklatscht ist mit Hühnereiern. Die hat mal Russland gebaut. Bedeutung dahinter weiß ich jetzt persönlich nicht. Aber das ist jetzt die Bedeutung. Und da war ein Säulen und. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. So, dann geht es weiter. Genau, hier weiterhin laufen wir an dem Wildschalldorf vorbei. Zeige ich euch auch dann gleich nochmal von innen. Dann nehmen wir das Snacken. Ja, hier oben, das alles ist schon mal vom Busfahrer. Das gucken wir uns dann gleich auch genauer an. Ja, hier hat so das ganze Minecraft-Projekt gestartet, kann man sagen. Mit dem Haus und mit dem Haus da geradezu. Das war mein allererstes Haus hier, was mittlerweile komplett leer ist. Und ja, ich würde sagen, bevor wir dahinter gehen, gehen wir mal kurz hier auf. So, genau, hier haben wir einmal ja, das Haus vom Busfahrer mit seinen ganzen Lagerräumen. Hier unten ist noch seine große Landkarte, wo er Pläne spielen tut oder irgendwie so, ich weiß es nicht. Genau, da hat sich so einen schönen Turm hier hingebaut. So, zack, wo er da drin wohnt. Hat es eben halt hier noch ein bisschen weiter ausgebaut. Ich glaube, hier irgendwie. Ist nur eine Kiste, ich weiß nicht, für was das jetzt ist, Zuckerrohrsaugmesse drin. Irgendwo hat er noch irgendwas automatisiert. Ich glaube da unten drin, ich glaube das ist so eine automatisierte Zuckerfarm oder irgendwie so. I have a no plan, was er hier ganz nur gebaut hat. So, genau hier hat er noch seine Eisenfarm oder irgendwie so, die jetzt nicht so funktioniert hat. Oder funktioniert. Und hier oben, ja, hat er alles eingegrenzt, weil er eben halt genügend Platz brauchte, noch zum Bauen. Oder nicht brauchte, sondern eben halt noch genügend braucht zum Bauen. Ah, guckt einer an. Hier unten ist noch so ein Eingang, sehe ich gerade. Ah, was ist denn hier unten? So eine Zuckerfarm oder so, ne? Sieht also nach einer Zuckerfarm aus. Oder Bambusfarm? Wow! Das kommt ja gar nicht mehr hoch hier. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? So, komm, habe ich rausgeschafft. Perfekt. So, gut, dann verlassen wir hier vom Busfahrer das Grundstück und gehen dann mal rüber, ja, zu unserem Bahnhof mit Ticketverkauf. Genau, wir haben vor nicht allzu langer Zeit einen großen Hauptbahnhof gebaut. Mit dem Namen der Gottburger Hauptbahnhof. Genau. Wo der Gang erstmal rüber geht. Ja, vom Gottburger Hauptbahnhof gibt es bis jetzt erstmal bis dato nur eine Bahnlinie. Wir haben diesen Bahnhof
zweietagig gebaut oder vieretagig. Einmal im Untergrund, wo die Fernbahn langlaufen werden. Also das heißt, das sind alles Bahnen, Linien, die von weiter weg gehen. Und oben sind die S-Bahn-Linien, die eben halt innerhalb der Stadt bleiben. Genau, hier ist das große Eingangsgebäude. Und ja, hier ist der Ticketverkauf. Und der Ticketverkauf funktioniert so, dass man nicht mal hochkommt. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Mal alles kaputt machen hier. Genau, kann man dazu zeigen. Genau, dass hier so eine Redstone-Leitung ist, die jetzt mit dem Bahnhof verbunden ist. Man muss einen Goldnagel reinschmeißen, um ja, die Bahnlinie zu nutzen, sagen wir es mal so. Genau. Aber ich zeige es euch dann gleich alles nochmal im Detail. So. So. Und bam. So, dann mal wieder hoch. Und man sieht dazu, ich tue das natürlich dann hier alles wieder. Genau, also man schmeißt hier in seinen Goldnagel rein in den Buffer und dann geht dann hier vorne, ja, das Ding unten runter den Pfosten, was der Eingang ist. Genau. Funktioniert jetzt leider nicht, ich habe jetzt leider kein Goldnugget dabei, es tut mir leid, es tut mir leid, ich weiß, aber ich zeige es euch dann irgendwann anders mal. Genau, hier ist die Eingangshalle, normale, und hier unten steht zu den Zügen von Gleis 1 bis 5, dann gehen wir mal runter, zack, 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 hier sind die Gleisaufteilung, und dann sind hier unten die Fernbahnhöfe oder Gleise, ist jetzt noch nicht weiter ausgebaut, weil eben halt hier unten noch keine Ferngleise, noch keine Verbindung gefunden haben zu irgendetwas. Genau, so, wir haben aber oben schon die erste Bahnlinie. Ich stehe auch wieder drauf hier, wieder zu den Zügen, alles schön beschildert. Da haben wir uns relativ viel Mühe gegeben. Genau, und hier geht es dann zu den Gleisen, ja, 9 und 8 und 6 bis 7, wo dann auch die erste Bahnverbindung startet. Ich muss jetzt überlegen, von welcher Richtung. Aha, hier, von Gleis 9 aus. Genau, die dann wie gesagt zur Polizei geht und zu Dummeneck. Genau, die auch alle, wie gesagt, oberirdisch lang gehen, so eine Art wie eine Hochbahn halt. Ne? Genau. So, gut, dann verlassen wir den Bahnhof, um übrigens zu verlassen. Bauen wir hier drauf, zack, hier senkt runter und wieder hoch. So, gut, dann geht es erst einmal weiter. Ihr merkt schon, wir haben schon relativ viel gebaut. Ja. War auch sehr spaßig die ganze Zeit. Ja, hier zum einen haben wir einmal das Gebäude, das erste Haus von Dominik, was er für sich gebaut hat. Genau, ist er mittlerweile auch ausgezogen, wohnt mittlerweile in der Burg drinne. Hier hinten ist noch ein Abstecher, da wohnt Melina, die hat auch mitgemacht. Die ist auch offiziell noch dabei, ist aber momentan eben halt sehr viel arbeiten, wo sie momentan eben halt ja keine Zeit für das Projekt hat, beziehungsweise keine Zeit hat, da wo unsere Aufnahmen meistens sind, weil wir ja meistens am Wochenende, meistens am Sonntag immer aufnehmen. Genau. War jetzt auch nicht allzu oft auf dem Server drauf, aber ja, mal mehr, mal weniger. Aber Melina war eine sehr hilfsbereite Person, die immer geholfen hat bei den Projekten fleißig. Genau, so kann man die Tür zumachen, gehen wir weiter. Hier in der Mitte haben wir einen Mittelpunkt. Hier sollte eigentlich noch so ein schöner Springbund hin. Da kommt auch noch, Freunde, ich weiß, ihr fragt öfters danach, vor allem bei Instagram einem nochmal, dann kommt noch hin. Irgendwann. So, und hier haben wir unsere große Hauptkarte, die nicht ganz aktuell ist, wo ein ja, schöner Überblick ist, wo ja welche Häuser stehen. Oder ne, die Baumplantage, Dominik, da wohne ich, Metzgerei, Eierhalle, Polizei, Gefängnis, Gerichtshof, Müllabgabe, Busfahrer, Dorf, also Villagerdorf, da wohnt Melina. Da ist die unterirdische Farm, Verzauberungs- und so weiter und so fort. Genau. So, gut, dann würde ich sagen, laufen wir erstmal hier geradeaus hoch. Da gibt es nämlich ja, zwei tolle Sachen. Zu einem, das große Gebäude hier, was sich durch den Bau befindet, ja, was den Justin gehört. Hier stand erstmal ein ganz anderes Gebäude, aber der Justin hat gesagt, nö, ich baue mir das Haus nochmal um. Und aber war jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr online, aber zwischen Justin und seiner Freundin ist kein Streit oder irgendwie so, aber da ist so ein bisschen, ja, die wissen beide selber nicht so, was momentan so ein bisschen abgeht. Ich möchte jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, macht euch keine Angst, den beiden geht's gut, aber ich sag's mal zu, Justin hat momentan andere Sachen im Kopf, als ja, wahrscheinlich hier einfach mitzumachen. Genau. Also das Haus wird wahrscheinlich auch irgendwann mal fertig. So, wenn wir hier die Treppen hochgehen, kommen wir zu unserem Gebäude, wo wir einmal hier runterspringen können. Oui. Und hier ist unser Netherportal. Wir haben ja hier nur ein Netherportal. Das wollten wir ja so haben, dass alle denselben Netherportal nutzen. Und hier ist das.
Genau, wenn ihr euch fragt, wie kommen wir jetzt wieder hoch, wenn wir hier runterspringen müssen. Ganz einfach, zack, und dann geht's hoch hier. Zack, und dann ist man wieder oben und kann wieder das verlassen. Ich glaube, hier ist noch von Benny das Pferd. Der Benny ist ja nicht mehr dabei. Genau. Also falls ihr nach dem fragt, ja, er ist nicht mehr bei dem Projekt dabei. So, gut, es geht weiter. Nächstes Gebäude ist unser Verzauberungshäuschen, wo wir unsere, ja, Werkzeuge verzaubern können, Schwerter verzaubern können, allem drum und dran auf Stufe 30. Liegt auch daran, weil wir eben halt so viele Bücherregale hier gebaut haben. Hier sind ein paar Bücher drin in der Truhe, die man auch braucht. Dann ist ein Lapis und ein Amboss, um es zu reparieren. Aber wir haben auch hier Reparatur und Entzauberungs. Ja, weiß nicht, wie man das nennt. Genau, so. Lass mich raus. So, dann kann es rausgehen. Ja, ich hatte Dominik irgendwann mal, war das der Dominik, oder es kann auch sein, dass es der Leon war, Kürbis platziert und hat gesagt, bitte stehen lassen, kein Problem, machen wir, Chef. So, und das war Benny sein erstes Haus hier. Kennt der einen oder andere bestimmt auch. Gibt es auch Videos dazu, wie er das gebaut hat und so weiter und so fort. Also, da hat Benny seinen ersten Wohnsitz gehabt, so gesehen. So, hier war Benny sein zweiter Wohnsitz, aber er eben halt weg ist das Ding halt geschlossen, dies, das und jenes, eben halt ist sowas Unterirdisches halt. So, ihr seht auch schon eben halt, ne, hier vergeht auch die ganze Zeit die Hochbahnlinie. So, wenn wir hier weiter hochgehen, kommen wir hier zum allerersten Gebäude, was der, der Lern damals gebaut hat. So, kommen wir mal runter. Und ja, der Leon hat hier eins erst drinne gewohnt, wohnt aber jetzt mittlerweile hier nicht mehr drinne, ist umgezogen. Und ja, ich und Benny wollten das eigentlich damals als Spawnpunkt machen. Aber ja, daraus ist irgendwie nie was geworden. Bis dato ist noch nie was raus geworden. Ich könnte das auch noch machen von Dinger, was ich dann wahrscheinlich auch irgendwann machen werde. Aber dazu muss ich dann erstmal so die ganzen Kisten rausräumen und so weiter und so fort. Mal gucken, was hier raus noch wird. Aber das Ding hat sehr viel Potenzial. Ich finde das sehr schön, das Gebäude. Vor allem mit den Pfosten, mit dem Dach und allem drum und dran. Ist sehr schön. So, gut. Dann verlassen wir das mal. So, und gehen weiter. Zu einem Bauprojekt, was ja auch ja, letztens erst entstanden ist. Und zwar ist das hier unsere Müllhalle. Genau, wo eben ein großes Lagerbecken ist, wo wir auch eben halt dann eben halt Sachen verbrennen können, wie Items und so weiter und so fort. Hier oben sind auch wieder Büros, die wir eingebaut haben, ne? 4 Stück, bla bla bla, ne? Büros, einfach nur so als Deko halt, ne? Das gehört halt einfach dazu. So, hier ist auch ein Flur, wo man eben halt auch noch, ach, 3 Büros sind sogar noch, 3, Entschuldigung. Genau, einfach nur so als Deko, gehört halt dazu. So, dann verlassen wir das Gebäude und gehen einmal rum um das Gebäude und gucken mal, was dahinter ist. Und zwar ist ja diese Müllabfuhr automatisiert. Ihr kennt es ja schon aus den ganzen Videos. Da gibt es ja auch zig Videos gewesen, wie wir das alles hier gebaut haben, wie ich das hier automatisiert habe und so weiter und so fort. Genau, warum ist denn die Lore hier raus? Hä? Was denn hier passiert? Das ist ja kurios. Ich wundere mich, warum das hier nicht funktioniert. Hier fehlt ja so vieles. Hä? Okay, das sollte ich ja dann mal reparieren. Das werde ich dann noch machen. Genau. Ja, das ist ja alles automatisiert. Funktioniert eben halt so. Da vorne ist ein Startpunkt, wo man eben halt Sachen, die man nicht mehr braucht, reinschmeißen kann. Und die geht über den Trichter dann in einen Werfer rein. Und der Werfer wartet so lange ab, bis die Lore da ist und lädt eben halt die Lore auf und dann fährt die Lore eben halt hier hin, was irgendwie kaputt ist. Ich weiß nicht, wer das war oder ob das einfach so kaputt ging. Ich weiß es nicht. Ich repariere es zumindest dann. Genau, fährt dann hier hin. Hier ist ja alles kaputt. Hä? Genau. Egal. Fährt dann hier hin. Zack, Lore steht dann da drauf auf der Aktivierungsschiene. Oder auf die Senderschiene, lädt alles ab, geht in den Trichter und wird dann auch verbrannt. Hier fehlt ja so vieles. Hä? Was ist denn hier passiert? Das ist komisch. Genau. Aber wie das alles hier entstanden ist, wie das gebaut ist, wie ich das hier gemacht habe und so weiter und so fort, findet ihr alles natürlich in die Videos. Könnt ihr euch ruhig gerne anschauen und weiß zumindest, was ich heute machen werde. Ich werde das hier reparieren, dass das hier auch funktioniert. Und dann bin ich schon die ganze Zeit, warum das eben nicht leer wird. Naja, gut, egal. So, gut, dann gehen wir wieder runter und gehen jetzt aber zu den nächsten Gebäuden. Ihr seht schon, das Video wird ein bisschen länger gehen. Liegt daran, wir haben schon vieles gebaut. Aber ich möchte es euch ja nicht entnehmen, euch das alles zu zeigen.
So, wir gehen mal hier lang und gehen nach Ost durch. Da ist unser ja, neues Bauprojekt, also das aktuellste Bauprojekt, was fertig geworden ist, ist das Rathaus. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Ihr habt zig Folgen davon gehabt, letztens ein Livestream, wie das von ihnen aufgebaut ist, wie die Türme entstanden sind und so weiter und so fort. Können wir auch einmal rumlaufen hier. Ne? Haben das hier ein bisschen schick gemacht, bloß mit dem Grünzeug. Bäume sind mittlerweile auch gewachsen, alles ausgeleuchtet mit Laternen und allem drum und dran. Ja, hier hinten ist eben halt wirklich nur viel Platz zum Bauen. Weiter geradeaus auch. Also jetzt hier von mir aus geradeaus. Die Bäume, die muss ich dann auch alle mal hier wegmachen. Das wird auch noch gemacht, also keine Angst. Und genau. Ja, bis jetzt würde ich behaupten, so mit, also das zweitaufwendigste Projekt in meinen Augen. Einer der aufwendigen Projekte zeige ich euch gleich. Ja, hier ist noch ein kleines Gebäude, was mal der Eierverkauf war von Benny. Nee, der Keksverkauf. Oder Keksbrot, Kartoffeln. Genau. Könnte man alles reaktivieren, müsste man einfach hier alles wieder zusammenbauen. So, gut, dann kommen wir zu einem Gebäude, was in meinen Augen das größte Bauprojekt war, irgendwie auch was Besonderes hat, und zwar ist das die Farm. Ihr kennt die natürlich sicherlich vielleicht auch schon. Ne, man kommt hier rein, bla bla bla, hier ist auch nochmal eine große Karte, dies, das und jenes, geht hier runter und dann sieht man gleich Augen des Schießen, Freunde. Einfach eine fucking große unterirdische Farm, wo Weizen, Kartoffeln, rote Beete, Karotten, unter anderem auch Kürbis, Wassermelone, Zuckerrohr und auch Bambus wächst. Wo eben halt hier auch ein großes Lager ist, wo auch die Kisten beschriftet sind, wo man dann eben halt auch Sachen rausnehmen kann, die man eben halt braucht und so weiter und so fort, müsste man eigentlich mal wieder so nach und nach alles auffüllen. Genau. War wirklich das aufwendigste Projekt, das alles hier auszuschachten. Ich habe ja, glaube ich, 3 Tage gesessen, dann hier oben immer auszuschachten, hier unten auszuschachten, Wasser überall legen, Erde legen, die Wände machen, dass das alles schick aussieht und so weiter und so fort. Also wirklich, Freunde, es war einfach nur mega auswendig, aber es ist wirklich ein mega schönes Projekt draus geworden und war auch, glaube ich, mit einer der ersten Projekte auf diesem Kanal. So, gut, dann geht es zum nächsten Gebäude und das nächste Gebäude ist einmal das Haus vom Dave. Der Dave ist ja auch ja, offiziell raus eigentlich in meinen Augen, hat sich egal nicht gemeldet halt, ne, und so weiter und so fort. Bleibt trotzdem stehen halt, wenn er irgendwann möchte, irgendwann mal mitmachen, also wenn er irgendwann mal mitmachen möchte, kann er das natürlich dann gerne machen. Genau, hier ist von Melina noch irgendwie so ein kleines Schweinegehege und so weiter und so fort. So, als nächstes Gebäude, was mal vorbeikommen, der Eingang ist da hinten, ist vom, ja, vom Leanders Haus oder irgendwie so. Genau. So, hier ist auch der Eingang zu unserem Villager-Dorf, wo eben halt die Villager eben halt aufwachsen, die eben halt hier ja, Brunnen oder sowas haben, keine Ahnung, was damals der McFlurry hier gebaut hat. Eine Kirchenglocke ist, verschiedene Häuser sind, überall eben halt alles steht, um ja, Jobs zu erwerben, über Betten sind, Farms kleine und so weiter und so fort, bis zu Bäume. Ich finde es ganz gemütlich, ganz niedlich. Ist so der Mittelpunkt der Stadt. So, die gehen jetzt hier auch schon alle Nächten. Ich werde mich mal auch mit hier mit hinschmeißen, aber was irgendwie nicht so geht. Warum geht das nicht? Warum kann ich hier mit hinschmeißen? Da schlafen wir hier. Wieder ein Stiegpunkt gesetzt. Aha, wollte ich jetzt aber nicht. Ich wollte eigentlich nur schlafen gehen hier. So, wir schlafen mal mit den Villagern heute zusammen, weil es so schön ist. Aber ja, die Villager sind ja doch ein bisschen zu laut hier und ich mache einfach mal eine Schnauze die Tür zu. Okay, so, jetzt muss ich kurz den Ausgang finden. Okay, so, gut, dann gehen wir mal wieder raus hier. Genau, also wie gesagt, hier dieses Villager-Dorf ist wirklich so der Mittelpunkt der Stadt. Ist so das Herz der Stadt, kann man sagen. Ja, hier ist das Bauprojekt, Hausbauprojekt vom Busfahrer. Der, ja, weiß ich nicht, anscheinend auch nicht mehr kommt. Ich weiß es nicht. Ja, angefangen, aber nicht fertig geworden. Ja, egal, wir lassen das so stehen. So, dann geht es hier weiter. Hier haben wir die Müllabgabe für, ja, die nicht funktionierenden Müllabfuhr, kann man gerade sagen. Ich mache das wieder heil. Genau. Ganz einfach im Prinzip, man schmeißt eben hier sein ganzes Zeug rein, was man nicht mehr braucht. Bla bla bla. Hier hinten ist auch wieder ein Wartungsraum. Zack, zack, zack. Und ja, unter der Kiste ist ein Trichter,
wo Zeug drin ist. Ne? Das wird hier ein bisschen geschmeichert. Die Lore kommt ran, hochgefahren, fährt hier ran, wird beladen und fährt automatisch dann wieder los über eine Aktivierungsschiene mit einer kleinen Redstone-Leitung. Ganz einfach ins Prinzip vom Ding her. Genau. Könnt ihr, wie gesagt, aber euch alles im Video angucken. Dazu gibt es haufenweise Videos. So, wir haben es auch fast geschafft, aber ein paar Bauprojekte haben wir hier noch. Und zwar einmal hier den Bahnhof der S-Bahn-Linie S1, Cottbus, Platz der Gerechtigkeit heißt die Station. Genau, Platz der Gerechtigkeit, was ist es? Genau, das ist einmal die Polizeiwache, die einmal hier steht, ist die Polizeiwache. Dann haben wir hier rechts daneben das Gebäude, ja, das Gefängnis, was auch ein sehr aufwendiges Projekt war, kann man sagen. Ja, man kommt auch einfach so hier nicht rein und auch einfach so nicht raus. Abgesehen, man baut die Gittertüren ab, beziehungsweise man braucht einen bestimmten Knopf dafür. Genau. Haben wir aber euch auch schon alles gezeigt, da schon mehrere Videos, wobei hier Leute verhaftet haben und allem drum und dran. Also, genau. Gerne die Videos anschauen, wenn ihr möchtet. So, und ein Gebäude steht hier hinten auch noch. Und zwar ist das hier unser Gerichtshof. Wo wir ja auch schon einen oder anderen Gerichtstag hatten. Genau. Und ja, ich glaube, das war's dann eigentlich auch schon jetzt mit den Gebäuden. Ich glaube, ich habe alles gezeigt. Jetzt müssten wir eigentlich wieder an mein Haus rauskommen. Man kann sich auch hier echt gut verlaufen. Ach nee, 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 nee. Eins gibt's noch, was ich vergessen habe zu zeigen. Das ist auch ganz schön versteckt, muss man dazu sagen. Und das ist... ja, das Haus, das Haus oder Gebäude vom lieben Hasen, Osterhasen oder wie er heißt, wie er sich nennt, wie hieß er? Hier wohnt Lenny, genau, der wohnt da oben. War ja auch eine Zeit lang sehr aktiv, weil es momentan auch wieder relativ deaktiv, muss man sagen. Wie gesagt, aber ich weiß ja auch nicht, was die alles zu tun haben, ne? Prüfungsphase, whatever, keine Ahnung, also ich nehme es den Leuten auch nicht böse. Wäre nur lieb, wenn man sich abmelden könnte. Genau. So, genau, das ist ja vom Lenny das Haus hier, das getreute Wohn. Ich war hier noch nie drin. Nein. Oh, ja. Sieht ja nicht schlecht aus, aber anscheinend, so wie es aussieht, ist er auch noch nicht fertig. So wie es aussieht zumindest. Genau. Genau, also das war das Gebäude jetzt hier noch vom lieben Lenny. Oben dann hier mal wieder runter. Blub, 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 blub. Zack, 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 zack. Jui, 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 jui. So, da haben wir ganz schön versteckt gebaut. Aber naja, wer es mag, kann man es ja machen. So, aber jetzt, wo ich euch alles gezeigt habe, jetzt müssten wir eigentlich dann rein theoretisch gesehen wieder dann an mein Haus dann rauskommen, ohne dass ich jetzt noch irgendwas vergessen habe. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, dann bitte schreibt es mir rein in die Kommentare. ja, das kann ja mal passieren. Aber nee, wir sind wieder angekommen an mein Gebäude. Ja, und damit wollte ich dann auch einfach mal Danke sagen. Wirklich ein großes Dankeschön für mittlerweile ja, über 60 Folgen. Für die ganzen, ja, Bauprojekte, wo ihr unterstützt habt, wo ihr mitgeholfen habt, wo ihr Ideen gegeben habt. Wirklich ein großes Dankeschön an euch da draußen. Hoffentlich wird das Projekt erstmal weiterhin so weiter gut gefeiert, wie es jetzt gerade aktuell gefeiert wird. Es macht wirklich mega viel Spaß. Wir haben sehr viele Bauprojektideen noch, die wir gerne in Zukunft noch ja, verrichten wollen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, gerne Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um am Laufenden zu bleiben. Ich würde mich natürlich freuen, weil ihr auch ein Video in Deutschland oben gibt. Und ja, damit würde ich sagen, ich raus, euer Schulz von den Jenkos. Gebt gerne einen Kommentar dazu, wie ihr bis jetzt sowas noch findet, was ihr vielleicht noch für Ideen habt. Und ja, damit würde ich sagen, bin ich raus, euer Schulz von den Jenkos. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Ciao, ciao.